Hallo und herzlich willkommen, Freunde der Gefleckten und der Erhaltung, zurück beim Yandere Simulator, wo wir im letzten Part unsere Konkurrenz ausgeschaltet und den Okkult Club ausgerottet haben. Ich habe mir mal ein bisschen was anderes angezogen und ich würde mal sagen, heute versuchen wir mal, das Ganze ein bisschen anders zu lösen. So, wenn wir eine Schuluniform auswählen, dann ändert sich die übrigens auch natürlich für alle anderen Mitschüler. Das ist irgendwie auch cool gemacht. Oh, wir dürfen jetzt nicht zu nahe an Senpai rankommen, denn sonst bemerkt er, dass wir ein bisschen seltsam werden. Und naja. So, was ich mal vorschlagen würde, ist, ich zeige euch heute mal eine sehr, sehr krasse Möglichkeit. Oder nee, warte mal. Zeige euch mal kurz, warte mal, ich verändere mal meine Reputation aufs Maximum und suche dann mal Kokona, wo ist sie denn, da ist, oh, scheiße, wo ist Senpai, ach da. Man, die Hackfresse, das mit der Aura ist ein bisschen nervig, das ist natürlich deswegen, damit wir Senpai nicht töten können. So, Kokona, ich, ach, verpiss dich, und hier will ich doch gar nichts. Kokona, warte mal. Da. Kokona? Kann ich für dich irgendwas tun, meine Liebe? My uniform doesn't fit. It's too tight around the chest. I want to get a new uniform, but I can't afford one right now. Oh, I guess there's no point in complaining. It's not like there's anything you can do. Ja, natürlich möchten wir ihr helfen. Ja, und wir versuchen jetzt uns quasi mit der guten Kokona anzufreunden. Jetzt müsste ich nur wissen, wo dieser Raum ist und ob ich vorher noch irgendwas tun muss. Denn viele Sachen kann man nicht einfach so schnell rausfinden. Da muss man schon, hier ist wieder der Okkult Club. Für viele Sachen muss man wirklich die Leute eine Zeit lang beobachten und herausfinden, was sie tun und so weiter. Okay, ich weiß, wir müssen für Kokona hier in den Sewing Room. Aber es könnte sein, dass wir es vorher erst ihre Uniform brauchen. Leider weiß ich gerade nicht, wie wir an eine Uniform von ihr kommen. Ich weiß, wir können übrigens mal die Schere mitnehmen, das ist auch eine Mordwaffe übrigens. Ich weiß leider nicht, wo wir ihre Uniform finden. Ich glaube, das war hier. Da muss ich eventuell mal kurz nachgoogeln. Es gibt für das Spiel eine sehr, sehr umfangreiche ein sehr, sehr umfangreiches Wiki, das ich euch definitiv ans Herz legen kann. Einen Moment, ich bin gleich wieder für euch da. Alles klar, ich weiß, wie es funktioniert. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Wir brauchen nämlich dafür ein bisschen Ressourcen, sage ich mal. Und diese Ressourcen sehen wie folgt aus. Wo ist denn meine Kontaktlinse? Ach du Scheiße, oh. Damit. Ja, wir müssen nämlich tatsächlich Panty Shots machen, die dienen uns dann quasi als Währung. Das ist ganz schön krass irgendwie. Und vor allem ist es teilweise echt eine Fummelarbeit. Ich sollte vorsichtig sein, wenn ich Fummel sage. So, wir müssen nämlich wir brauchen 5 Panty Shots. Und für diese 5 Panty Shots kriegen wir dann eine neue Uniform. Und diese Uniform ist es dann schließlich, die wir umbauen müssen. Oh, du hast eine hübschen Panty Shot. Ah, sie ist noch nicht im Spiel komplett implementiert. Bei ihr funktionieren die Panty Shots noch nicht. So, einmal noch, das ist auch überhaupt nicht auffällig, wenn ich hier mit meiner Handykamera die ganze Zeit eure Unterhöschen fotografiere. Aber das macht ja nichts. So, jetzt müsste ich... Ups. What do you need? Jetzt müsste ich 5 Panty Shots haben, richtig. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal rausgehen. Das ist übrigens unsere zukünftige Rivalin, die hier vorne steht.
Ich glaube, es war die Seite hier. Wir müssen uns jetzt eine neue Uniform abholen, die wir dann verändern können. Denn in diesem Raum hier oben befindet sich Infocharm. Das sieht man hier durch dieses Kätzchen. Und ich sage jetzt, ich hätte gern eine Clean Uniform für 5 Panty Shots. Ihr seht, bis jetzt können wir nur 4 Dinge kaufen. Eine Uniform, die wir auch selbst benutzen können, wenn wir blutverschmiert sind. Wir können Zigaretten kaufen, um Kokona des Rauchens zu beschuldigen. Wir können eine Schachtel Feuerzeuge kaufen, falls wir jemanden zufällig mit Benzin übergossen haben. Und wir können ein Headset kaufen. Normalerweise müsste jetzt hier irgendwo. Oder wie funktioniert das denn hier nochmal? Früher war das so, dass hier aus dem Fenster die Uniform nach unten geflogen ist. Ah, ich glaube aber, die wird jetzt gar nicht mehr. It will appear behind the school. Oh, bin ich in der falschen Seite? Das kann natürlich auch sein. Dann war das hinter der Schule. Entschuldigung, dann habe ich wahrscheinlich Blödsinn erzählt. Hier übrigens wieder die Delinquents, die uns zu Brei schlagen, falls wir sie. Run along. Alte Schnauze. Ah, und da liegt. Ah, da ist. Dann ist hier das Zimmer von unserer Infocharm. Hier liegt die Schuluniform. Die nehmen wir jetzt mal mit. Es ist übrigens natürlich die falsche Textur, weil, ne, das Spiel ist halt. Ich sag's wieder mal, bevor irgendjemand fragt, das Spiel ist alles andere als fertig. Das ist noch vor dem Beta-Status. Deswegen solltet ihr da nicht wirklich Großartiges erwarten, obwohl das Spiel jetzt echt schon viel Spaß macht und ich es euch nur empfehlen kann. So, wir müssen jetzt in den Sewing Room. Wir müssen die Maschine bedienen. Wir sind offenbar ein sehr vielseitiges Mädchen. So. Wir haben die modifizierte Uniform für die gute Kokona. Und, oh, andere Seite. Wir dürfen ja nicht bei Sandboy vorbeilaufen. Oh, Kokona ist gar nicht hier. Oh, es ist 7:35. Ich glaube, die ist gerade telefonieren draußen. Da, glaube ich, habe ich ihren Schopf gerade gesehen. Ja, da ist sie. Ja, das ist eine andere Konversation, die wir belauschen können. Aber das interessiert uns gerade nicht. Hallo. No way. This uniform is tailored to my exact measurements. Now I'll finally be comfortable. Thank you so much. Task complete. Dadurch bekommen wir, glaube ich, aktuell nur Reputation, die wir eh schon aufs Maximum getrieben haben. Eine Sekunde, ich teleportiere mich mal schnell in die Klasse, denn wir müssen jetzt zur Schule gehen. Und nur wenn wir zur Schule gehen, kriegen wir auch neue Fähigkeiten beigebracht. Wir können natürlich auch cheaten und alle Fähigkeiten sofort hochbringen. Normalerweise dauert das immer eine Zeit lang, denn das Spiel ist ja auch auf langfristige Dinge ausgelegt. So. Wir müssen jetzt auf, nein, nicht hierhin, wir müssen jetzt aufs Dach und wir müssen jetzt, falls ihr euch fragt, wie ihr solche Dinge zum Beispiel herausfindet, dass ihr jetzt um die und die Zeit aufs Dach müsst, ihr müsst Kokona wirklich verfolgen und das wird im Spiel dann im fertigen Spiel auch sehr, sehr wichtig sein. Ihr müsst wirklich ihren Tagesablauf kennen, ihr müsst ihn auswendig lernen, um dann eine Möglichkeit zu finden, sie zu sabotieren. So, ich sammle mal hier den Manga auf, der hier rumliegt und ich warte jetzt mal kurz bis, ich glaube, ich weiß gar nicht, 11:30? Glaube ich, müsste es gewesen sein. Ich spule mal kurz vor, ich bin ja komplett unauffällig hier. Ja, da kommt Kokona, das stört ihn noch nicht, dass wir hier sind und wir belauschen sie mal kurz. Forget I said anything. I really, really.
really don't want to talk about it. Huh? That sounds really serious. What does your dad do? Look, I said I don't want to talk about it. Just leave me alone, okay? You don't have anything to be ashamed of. Just tell me what's wrong. I'm not gonna say anything else. Please, just drop it. If you say so. But now I'm really worried. So, wir haben erfahren, dass unsere gute Kokona anscheinend von ihrem Vater missbraucht wird, seit ihre Mutter gestorben ist. Und das können wir doch ausnutzen. Ich teleportiere mich mal schnell. Oh, sorry, das war falsch. Das war auch falsch. Das ist das Problem, wenn man das Cheat-Menü missbraucht. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt alles noch zählt. Little Fail, egal, ich spiele das jetzt alles bis zu dem Punkt wieder nach und dann sehen wir uns entweder in der nächsten Folge oder gleich im Anschluss, wie es weitergeht.